Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Ganz, ganz herzlich willkommen heute zum Herbstanfang. Es ist schon unglaublich, wie schnell der Sommer vorbeiging und natürlich das auch noch mit Mordsgetöse. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir haben ein wunderschönes Herbstanfangs-Special heute für euch. Ich sitze im Prinzip schon mittendrin, werde ich euch gleich vorstellen. Dann haben wir natürlich wunderschöne Herbstimpressionen auch für euch aus den Gärten. Man sieht jetzt wirklich, dass es bunt wird. Wir haben wieder unglaublich viel gearbeitet. Es wurden Bäume gefällt und neue Dinge angelegt. Aber wir haben auch Samen gesammelt und der John war da und hat uns ganz wichtige Fragen beantwortet, weil wir natürlich viele Fragen jetzt zu Hochwassern und was macht man mit seinen Rosen jetzt danach und so weiter bekommen haben. Und die werden wir natürlich euch auch beantworten. Also legen wir gleich wieder los. Ja, also so ein bisschen Herbstwetter hatten wir diese Woche auch schon. Noch keine Herbststürme, aber mal so den ersten richtigen Herbstwind. Riesenglück hatten wir natürlich, dass uns diese Regenmassen hier nicht heimgesucht haben. Da sind wir unglaublich dankbar. Ich werde nachher auch noch ein paar eurer Fragen auf jeden Fall beantworten, weil wir haben Fragen aus Wien gekriegt, aus Niederösterreich, aus allen möglichen Landstrichen, wo es eben so fürchterlich war. Hier bei uns in den Gärten eben, ihr seht, ein bisschen die Trauerweide auch durcheinander gewirbelt. Hier wunderschön die Gräser im gelben Garten, die Herbstanemonen im Innenhof. Also es ist insgesamt natürlich sehr, sehr schön jetzt. Die Farbe, die zieht wirklich hier in die Gärten ein. Das Laub färbt sich. Hübsch hier auch die Mozarts Ladies am Lavendelgarten. Guck mal, mit dem Rittersporn, den hat es da auch noch mal richtig schön durchgeschüttelt. Und die Taubenschwänzchen, die haben richtig Schwierigkeiten im Landeanflug an die Tanke, um sich da richtig zurechtzufinden. Aber eben wirklich eigentlich noch sehr, sehr schön. Und ihr seht es eben, nicht nur die Mozarts Lady, sondern insgesamt hier in den Gärten noch unglaublich viele Rosen am Blühen. Bei euch sicherlich teilweise auch. Da gab es auch eine ganze Menge Fragen. Dazu kommen wir auch nachher nochmal. Aber ich sitze natürlich hier auch mit dem Seppel schon wieder ganz gemütlich und wunderschön inmitten von blühenden Rosen. Und die möchte ich heute euch einfach auch nochmal vorstellen, weil wir haben ein tolles Herbst-Special für euch. Klar, zum Herbstanfang, da muss es ein Bonbon geben. Wir haben ja immer das Ganze, den ganzen Sommer durch unser Rosen-Special, unser Sommer-Special gehabt. Also alle diese Rosen, die ihr jetzt hier seht und die ich euch gleich vorstelle, die sind jetzt dann aus dem Sommer-Special, wird jetzt einfach das Herbst-Special. Das geht also mit 30% nochmal weiter. Die sind da alle jetzt diese Woche mit drin. Aber wir haben noch ein totales Super-Schmankerl für euch. Nämlich bis Mittwoch alle Rosen, das komplette Sortiment, was hier jetzt noch steht, in Töpfen, also nicht wurzelnackt, alles, was hier jetzt noch in Töpfen steht, bis Mittwoch 20%. Und da könnt ihr natürlich, wenn ihr Lust habt, nochmal richtig zuschlagen. Aber wie gesagt, das ist nur bis Mittwoch. Das 30% Herbstspecial, das bleibt eben bestehen. Und das sind die, die ich euch jetzt hier nochmal vorstelle, nämlich fangen wir hier einfach mal an, rechts vom Seppel, beziehungsweise von mir aus gesehen links mit der Peace. Davon könnte es derzeit definitiv mehr geben, muss man sagen. Wunderschöne Teehybride Edelrose, schaut mal, mit dieser herrlichen Blüte. Eine ganz, ganz gesunde Rose, die wirklich den ganzen Sommer sehr viel hermacht. Hübsch halt mit diesem kleinen rosa Rand auch. Der ist mal stärker ausgeprägt, mal weniger stark, aber eben wirklich eine ganz tolle Rose. Hat natürlich jetzt hier auch schon teilweise Blattflecken, das seht ihr, aber das ist nicht irgendwie, dass sie nicht gesund wäre, sondern das ist, wie gesagt, jetzt der ganz normale Herbstverfall, der jetzt eben hier anfängt und eben, wo man jetzt auch, wenn so eine Rose bei euch ankommt mit solchen Blättern. Wir zupfen die natürlich jetzt nicht alle ab. Wir schicken euch damit keine Krankheiten, sondern es ist halt einfach Herbst. Ne? Aber wie gesagt, also diese Peace Gloria Day, eine alte Teehybride, die ja in den 50er Jahren aufkam. Also wirklich eine tolle Rose.
Dann haben wir hier die Aspirin, die blüht bei uns auch im Moment noch wie verrückt überall, vor allem in Granny's Walk auch. Und ihr seht eben wieder so eine von diesen Bodendeckerrosen, die sehr, sehr ausdauernd und ausgiebig sind, auch mit einem ganz super tollen, gesunden Laub. Die zeigt im Moment hier, seht ihr, noch überhaupt keine Herbsterscheinungen. Ganz im Gegenteil, die hat noch jede Menge hübsche, kleine, porzellanartige Knospen, wirklich sehr schön. Zuverlässige Rose, schön in Kissen, so in Puffs zu halten und wirklich toll. Dann hier auch noch ganz schön, schaut mal die Dainty White, die jetzt aber auch so im Spätjahr fast ein bisschen mehr Pink-Anteile hat. Die hat ja noch eine Schwester, die Dainty Pink, aber die hat sich jetzt auch so ein bisschen hier ins Rosé verfärbt, ist sonst aber eher rein weiß, die Dainty White. Wunderschöne Büschel von Blüten, haben wir ganz viel bei uns in der Yellow Brick Road, auch eben so als kleine bodendeckende Kleinstrauchrose, aber eher eben auch immer so in Dreiergruppen gepflanzt, dass sie wirklich richtig schön dicht macht und so kleine hübsche Polster und Kissen in den Beeten macht. Also tolle Rose von John's Garden übrigens. Und wie gesagt, die hat noch die kleine Schwester, die Dainty Pink. Dann haben wir hier ganz schön die Rose der Einheit. Na, die sieht jetzt so ein bisschen angemottelt schon aus. Da ist jetzt ziemlich viel Wind und Regen drüber gegangen. Aber auch eine tolle, starke, gesunde Strauchrose, die gut auf 80 cm oder einen Meter gehen kann. Sehr, sehr gesund ist und vor allem eben ein ganz interessantes Blütenblatt hat. Das blenden wir euch nochmal ein, weil hier sieht man das jetzt nicht mehr ganz so toll. Aber wirklich auch eine super tolle Rose. Also die alle in unserem Herbst-Special jetzt für euch für 30% diese nächste Woche. Dann haben wir hier noch die Bonica, finde ich halt auch immer so eine total zuverlässige Sommer-, Spätsommer- und im Moment eigentlich auch noch Herbstblüherin. Auch eine Strauchrose, die ja so auf einem Meter besonders gut ist, aber auch mal einen Ticken größer werden kann. Auch eben hübsch mit diesen kleinen gefüllten Blüten. Und ihr seht es auch, hübsches kleines Laub dabei, so ein bisschen auch mit diesen bronzenen Austrieben. Sehr, sehr attraktiv, super, super gesund. Und eben auch Dreiergruppe, aber auch als Einzelstrauch. Wirklich richtig schön, ausdrucksstark und sehr eben, wie gesagt, ausdauernd blühend. Dann haben wir hier, dieser Seppel, der hat es immer so gemütlich in seinem Körbchen. Dann haben wir hier wunderschön die Reine de Violette. Und die würde ich euch wiederum wegen ihres herrlichen Duftes auch raten. Aber natürlich, ihr seht es auch, diese hübsche Blüte, so im Stil der alten Rosen, gewirbelte, wunderschöne Blüte, ganz, ganz toller Duft. Sie kommt jetzt hier vielleicht einen Ticken hell rüber, kann noch ein bisschen dunkler eigentlich sein. Es kommt immer ein bisschen auch auf die Lichtverhältnisse an, wie die Rosenfarben, die Blütenfarben sich so zeigen. Aber Reine de Violette kann wirklich einen großen Strauch machen. Die kann auch ein bisschen klettern im Prinzip. Also die könnte auch locker an einem kleinen Obelisken oder so klettern. Hier seht das jetzt wieder, eben das Laub, das ist einfach auf Herbst eingestellt bei dieser Rose. Und manche legen da halt früher los und manche eben später. Das kommt immer so ein bisschen auf die Zusammensetzung des Laubs an, wie viel Wachspartikel und ich weiß nicht, was da drin ist. Alles hat ist auch so eine Wissenschaft für sich, aber eben wichtig ist, dass die Rose funktioniert im Garten. Und bei der Reine de Violette ist es halt eben auch dieser wunderschöne Duft. Dann Lenores Song, die musste ich jetzt einfach nochmal dazu nehmen, die war überhaupt nicht geplant heute Morgen, aber ich sah die jetzt gerade hier stehen und guckt euch das mal an, ist das nicht ein absoluter Traum? Und da seht ihr eben auch wieder, auch toller, toller Duft, also wunderschön. Wenn ich die jetzt noch für die Vase schneide, da kommen wir nachher nochmal dazu, weil der John hat nämlich den Tipp gegeben, wenn ihr eure Rosen jetzt eben noch schön in Blüte habt, könnt ihr durchaus auch nochmal für die Vase schneiden, aber wie gesagt, dazu später, aber das wäre hier wieder prädestiniert dafür oder eben auch einfach kletternd, wir haben sie ja am Bogen im Gemüsegarten. Also es ist so eine wunderschöne, tolle, ausdrucksstarke Rose, ihr seht es auch im Moment noch fast fleckfreies Laub. Und eben wenn ihr dieses Laub auch jetzt noch so schön und ordentlich und sauber und fleckenfrei in euren Gärten habt, ihr könnt ruhig noch weiter mit Plant Health spritzen. Ja? Also mit unserem organischen Pilzspritzmittel ist jetzt nicht mehr zwingend nötig, aber könnt natürlich eure noch proper dastehenden Pflanzen weiterhin gut versorgen, auf jeden Fall. Dann haben wir hier unten die Satina.
Und das ist eigentlich, man nennt sie so die bessere Fairy. Finde ich eigentlich ein bisschen fies, weil Fairy ist natürlich schon auch eine süße Rose, die wir viele Jahre sehr geschätzt haben und sehr geliebt haben und das auch weiterhin tun. Fairy ist aber eben ja auch immer als Bodendecker gehandelt, aber könnte auch locker 3 Meter hoch werden. Das wissen viele nicht. Und man sieht es aber an ihrem Habitus. Die Fairy, die macht gerne so ganz lange Triebe, so lange Ausläufer, also wachsende Triebe. Und dann ist es manchmal echt schwierig, sie im Beet in kompakt und im Schuss zu halten sozusagen. Und da ist die Satina mit der auch etwas größeren Blüte als die Fairy sehr, sehr ausdauernd und langblühend und mit diesem hübschen, kleinen, passenden Laub dazu schon nochmal einen Ticken easier, leichter zu handhaben im Beet, weil sie eben schön, ihr seht es hier, so sehr kompakt wächst und einfach ein tolles Kissen macht. Ne? Ist auch toll in kleinen Töpfen zum Beispiel auf dem Balkon oder der Terrasse. Duft weniger, also so ganz, ganz dezent, aber wirklich eine ganz tolle Rose. Ne? Von daher, ja, und dann habe ich euch hier hinten noch mitgebracht. Achtung, Seppeln, ich muss da mal, meine Güte, hast du es gemütlich. Schaut mal, wie süß diese Pfötchen hier so eingerollt sind. Das ist nicht niedlich. Ich könnte immer... Mein Seppel ist der größte, übrigens Öhrchenrose, ne? Also wächst und gedeiht und ihr könnt euch drauf freuen, die Öhrchenrose ist es natürlich eindeutig geworden, unsere Seppel-Öhrchenrose, und da werden wir dann demnächst nochmal genauer drüber berichten, wie das jetzt ganz genau weitergeht. Was ich euch hier noch gerade zeigen wollte, haben wir jetzt keine Blüten mehr dran, klar, das ist Rosa Glauca, eine Wildrose, seht ihr hier, so sehen die Blüten aus, wollte ich euch aber nochmal zeigen, wegen dieses irre tollen Laubs. Hier an diesem Strauch, jetzt ist es eine junge Rose, die ist ja erst letztes Jahr getopft worden, die hat jetzt dieses Jahr keine Hagebutten angesetzt, die hat aber auch ganz, ganz tolle Hagebutten, diese Rosa Glauca, was jetzt um diese Jahreszeit super aussieht, und sie ist halt wirklich mit diesem grauen, wie soll man das denn nennen, grau-bronzefarbigen Laub ein absoluter Knall. Also wirklich sehr, sehr speziell und sieht halt toll im Garten aus, braucht aber Platz. Das ist was Ausladendes und macht vielleicht auch nicht gleich in eurem ersten Jahr Hagebutten, aber wenn die mal groß etabliert ist irgendwo, wo ihr halt vielleicht Platz habt, ganz, ganz super tolle Rose. Ja, so schön das hier ist, am frühen Morgen noch inmitten oder am Lavendel zu sitzen, unser Hitchcock Blue immer noch hier in Blüte. Aber Seppel, wir gehen jetzt mal noch ein bisschen mit euch in den Garten. Was natürlich jetzt auch eine super Sache ist um diese Jahreszeit, wenn ihr Samen sammeln wollt. Ne? Da kann man immer jetzt überall, ja, Seeds for free sozusagen, freie Samen in euren Gärten, und könnt da natürlich wunderbar sammeln. Der John war diese Woche da und wir waren alle unterwegs im Garten. Wir haben zum Beispiel hier von den Königskerzen vom Verbascum gesammelt. Da kann man sehr, sehr gut die Samen davon nehmen und die vermehren. Dann natürlich von unseren Stockrosen, von unseren Malven, die da hinten noch zu sehen sind. Seht ihr, die sind hier noch ganz, ganz groß. Aber diese kleinen Beutelchen, die da jetzt hängen, die sind natürlich voller Samen. Kann man entsprechend aufnehmen und dann eben auch, weil man weiß nie, ob die wiederkommen, wenn man die zurückschneidet. Ne? Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man da eben ein bisschen Samen aufbehalten hat. Dann haben wir hier von unseren Montbretien natürlich die Samen abgenommen. Das ist auch immer was, was dankbar weiter anwächst. Und unser Buntschopfsalbei natürlich, den gibt es auch demnächst wieder bei uns zu kaufen, den Samen, den wir ja hier bei uns im Pfingstrosenbeet angesät hatten. Nochmal wunderschön jetzt im Spätjahr hier zu sehen. Und wichtig ist immer, eben ist manchmal ein bisschen schwierig, die Samen da rauszupulen und zu fummeln. Manchmal wollen sie nicht so richtig, andere fallen direkt in die Handfläche hinein. Wichtig ist einfach, wenn ihr jetzt Samen sammelt, dass ihr auf jeden Fall die erstmal trocknet. Einfach auf einen Küchenkrepp zum Beispiel legen und dann könnt ihr die ein bisschen trocknen lassen im warmen Raum, dass sie einfach einmal schön durchgetrocknet sind, und dann zum Beispiel in Samentütchen abfüllen oder einfach irgendwo trocken und dunkel lagern. Und dann könnt ihr im Frühjahr wunderbar anfangen wieder auszusehen. Da braucht man kein Gewächshaus dafür oder irgendwelche riesigen Sachen. Kann man auf der Fensterbank machen mit so einem Fensterbank-Gewächshäuschen, so einem kleinen. Das ist also wirklich eine Sache, die eigentlich unglaublich Spaß macht, gehen wir aber dann auch später nochmal drauf ein. Aber wie gesagt, das war diese Woche so ein Thema, das wir hier gesammelt haben.
Dann, was ist noch passiert? Hier um die Ecke, am Eingang zum Märchengarten, da ist eine große Konifere gestanden, die leider wirklich gekränkelt hat. Übrigens Seppels, einer von Seppels Lieblingskletterbäumen. Und da war jetzt die Gefahr, dass sich da der Borkenkäfer einnistet, weshalb wir den Baum tatsächlich entfernt haben. Und ja, das ist natürlich immer eine Riesenaktion hier in den Gärten. Ihr seht den Adam, wie er hier erstmal einiges freilegt und hochklettert und die großen Äste von unten bis oben abschneidet, damit man da eben einfach einen schlankeren Baum dann schlussendlich hat, den man da fällt. Machen wir natürlich auch immer nicht so gerne, dass wir alte Gehölze hier aus dem Garten nehmen, aber eben, wenn dann was kränkelt oder einfach nicht mehr so gut dasteht, auch zum Sicherheitsrisiko wird, dann müssen wir da natürlich schon auch hin. Und eben, als der Baum dann hier erschlankt war, wie ihr seht, dann geht der Adam mit der Muttersäge dran, die anderen Männer, hier der John, haben dann eben das Seil in der Hand, um den Baum auch in die richtige Richtung fallen zu lassen, weil wir wollen ja nicht, dass der auf unsere Beete im Märchengarten fällt. Ja, und dann sieht man plötzlich, wie toll das eigentlich doch geworden ist. Es macht, gibt neuen Platz. Wir werden jetzt hier die Hecke weiterführen, die Ilex-Hecke. Und ja, der Märchengarten wird natürlich davon profitieren, weil er mehr Licht bekommt. Und wir haben eine ganz andere Blickrichtung jetzt. Auch wenn man aus dem Märchengarten guckt, hat man Luft und Licht. Und man sieht gleich rüber zum Päoniengarten. Also ich bin ganz gespannt, wie das dann wird. Und ja, also auch wieder eine Riesenaktion hier. Drumherum haben wir jetzt auch angefangen, die Wege wiederherzustellen. Wir hatten ja auch unglaubliche Hochwasser, nicht in dem Sinne, aber wahnsinnig anhaltende Regenfälle das ganze Jahr über immer wieder. Und dieser Eingang zum Hauptgarten, der stand häufig unter Wasser. Und von daher mussten wir da jetzt auch die Wege erneuern, ein bisschen auch verbreitern. Aber das zeige ich euch dann nächste Woche, wie das geworden ist, weil da gucken wir, da ist man jetzt noch gar nicht ganz fertig geworden. Ja, und insgesamt ist es natürlich traumhaft schön hier in den Gärten, wenn wir mal von oben schauen, wie die Herbstfärbung jetzt hier einzieht. Und es langsam sich alles färbt. Es ist zwar auch noch vieles sattgrün. Wenn man da den alten Rosengarten anguckt, das sieht irgendwie aus wie Brokkoliröschen. Ne? Das ist ganz süß, weil der eben schon geschnitten ist dieses Jahr so ordentlich. Und dann sieht man hier rechts drüben auch ganz schön noch ein Stückchen vom Pfingstrosenweg mit den Eibenhecken und den Säuleneiben. Und das ist auch was Schönes, was jetzt tatsächlich durch das Entfernen dieser Konifere entstanden ist. Man hat da auch einen ganz anderen Blick nochmal aus der anderen Seite, wenn man wieder vom Boden jetzt schauen, vom Pfingstrosengarten aus rüber, sieht man plötzlich diese wunderschönen Bäume, diese Architektur, die natürlich vorher verdeckt war von diesem riesigen Baum, der jetzt eben weg ist. Ja, und hier im Wassergarten, da ist es wirklich teilweise natürlich noch sehr, sehr schön blühend. Ihr habt es ja letzte Woche auch gesehen, unheimlich viel Knospen noch. Dann wiederum ganz viele neue, junge Triebe auch wieder. Und es kommen natürlich ständig die Fragen von euch permanent. Wie lang dürfen wir jetzt noch zurückschneiden? Sollen wir noch, sollen wir nicht? Also letzte Woche haben wir ja hier nochmal komplett Tabula Rasa gemacht. Einmal nochmal wirklich sauber gemacht. So, und dann hatte ich diese Woche den John da. Und habe ihn gefragt, John, dürfen wir noch? Hört mal rein, was er sagt. So, John, ganz viele von unseren Zusehern und Zuseherinnen haben gefragt, jetzt die letzten Wochen wieder, wie lange dürfen wir noch unsere Rosen zurückschneiden? How long are we gonna be allowed to do our deadheading? Give us the ultimate answer. Stop. Oh, tell them. Stop. Don't do any more. If you do any more, there's going to be a price to pay. And the price will not be more flowers, unfortunately. It will be lots and lots of growth. And we can see that with some of the varieties. Hier unten, oder? Exactly. So. Also ganz kurz, lass mich übersetzen. Also John, habt ihr gesehen, ne? Stopp, nicht mehr zurückschneiden, kein Deadheading mehr, weil man muss jetzt einfach darauf verzichten, auch wenn es noch so schön ist und so warm ist und man denkt so, boah, da kommen nochmal richtig Blüten nach. Der Preis, den man zahlen muss, der ist zu hoch und der hat hier mit was zu tun, oder? Exactly. And the fear for this is frost. That's the number one fear that we have.
So, also eben problematisch ist natürlich Frost. In vielen Regionen haben wir jetzt schon Fröste gehabt. Wir haben schon Schnee im Gebirge. Natürlich hier unten bei uns noch keine große Gefahr, aber trotzdem, das ist natürlich diese jungen Triebe, die kriegen sofort Frostschäden. We've decided that we are just going to leave this. Yeah. And we hope that we're going to get a nice, slow, natural sort of autumn without, too much of a change in it. And that growth will then harden. But it's better to leave that and let that get frosted rather than have the danger of the frost lower down, which could actually finish the rose off. Now, I'm talking about serious frost, minus 10, that sort of thing. Also, der John sagt eben, das lassen wir jetzt auf jeden Fall stehen. In einem schönen Herbst, Spätherbst, Frühherbst, warmen Herbst, da kann das jetzt alles noch schön reifen und das Holz auch eben härter noch werden, dass es auch wiederum dann nicht so frostanfällig wäre. Aber eben, das wäre dann auch gar nicht so schlimm, wenn das bisschen hier zurückfriert, wenn es eben dann nicht in die ganze Pflanze bis ganz runterfriert. Das ist eben das, warum man jetzt nicht mehr weiter stimulieren sollte. Ne? Aber was machst du jetzt mit denen da oben? Ich meine, wenn die jetzt da so blüht rumstehen, lässt du die jetzt auch einfach stehen oder gehst du da noch ein letztes Mal dran? Well, if it was me, I think I'd be... It is you, yeah. Yeah, if it was me, I'd be inclined to do this. And put that in a vase. Okay, or give it to a nice lady. Precisely. Something like exactly. that. That's what I do with it. Okay. And so you can go along and take these and put them in a vase. Okay. But please don't cut them any lower. Okay. Also hier jetzt, oder ich meine, die machst du natürlich nicht mehr in eine Vase, aber hier könntest du sie zurückschneiden. Yeah, because then it makes some sense to do that. Okay. Just to prevent it, because you know one has always got the worry that the snow is going to do that. But do be aware that it's going to shoot. Okay, also jetzt noch moderat zurückschneiden. Ihr habt es gesehen, entweder noch für die Vase nochmal ein bisschen was zurückschneiden, aber eben nicht mehr so dieses richtige harten Sommerrückschnitt machen. Und eben, wenn ihr jetzt so ganz abgeblühte habt, auch so ein Stück weit könnt ihr sie noch zurücknehmen, aber eben dann wirklich aufhören mit diesem Deadheading und dem Stimulieren der Pflanze. Ganz, ganz wichtig. Okay, danke John. Ah, eine Frage. Ja. Letzte Woche haben wir nochmal hier so richtig durchgeschnitten. Alles nochmal. War das schon zu spät? Hätten wir das schon nicht mehr machen sollen? Last week was just okay, but knapp, you know, we're very close. Ja, also das war das Wort des Meisters. Daran werden wir uns jetzt halten. Nur noch entweder ganz moderat zurückzuschneiden, mal was für die Vase oder eben das Verblühte noch zurückzunehmen, aber kein Deadheading mehr, kein Rückschnitt mehr, alles lassen. Und bei den Samen ist es natürlich auch so, ihr müsst auch nicht jetzt alle Samen sammeln wie verrückt. Es ist natürlich toll, Samen sind auch ein super Futter für Vögel. Ihr könnt die auch einfach alles ausschütteln, die Stauden. Vieles versamt sich ja auch wieder selbst. Und wir lassen auch, wie gesagt, die Stauden über den Winter stehen. Und dann war ich natürlich total froh, dass der John jetzt gerade da war, eben in diesen Hochwasserzeiten, weil wir haben hier zum Beispiel von der Christine aus Wien mit ganz lieben Grüßen die Frage gekriegt. Ich bin leider vom Hochwasser betroffen, seit 4 Tagen Starkregen, 300 Liter Wasser auf einen Quadratmeter, Rosen komplett überschwemmt gewesen. Wie kann ich die aufpäppeln? Habt ihr eine Idee dazu? Ne? Oder auch die Christine, auch aus Wien, hat das gleiche Prinzip geschrieben mit den 4 Tagen und hat uns auch ein paar Fotos geschickt von ihren Rosen. Die blenden wir mal gerade ein, die also wirklich abgesoffen sind, kann man sagen. Und eben, sie schreibt, ich habe einen lehmigen Boden und es hat geregnet ohne Pause. Wasser ist zwar abgeflossen, aber es ist natürlich jetzt sehr schwer. Ja, das habe ich den John natürlich auch gerne gefragt. Wir sind dann in den Innenhof gegangen zu unseren Brunnen, Beeten, wo ja die Little White Pets stehen. Die sind nämlich interessanterweise auch letzte Woche hatten wir irgendwie einen Pumpenschaden. Dann standen plötzlich die ganzen Beete unter Wasser. Von daher ein sehr gutes Beispiel jetzt, um das eben darauf anzuwenden. Schaut mal. John, wir hatten jetzt die letzte Woche diese fürchterlichen
Floods, diese fürchterlichen Überschwemmungen, teilweise immer noch Landstriche komplett unter Wasser. In Österreich, viele unserer Zuschauer haben uns geschrieben, was machen wir mit unseren Rosen um Himmels Willen, wobei die Rosen wahrscheinlich das kleinste Problem sind, aber trotzdem ist es natürlich auch was weh tut, wenn die da alle abgesoffen sind. Ja. Gibt natürlich viel schlimmere Schäden, logisch, aber wir beantworten einfach das, was wir beantworten können und helfen dort, wo wir helfen können. Also wenn ihr jetzt irgendwie in der Situation seid, dass ihr nicht wisst, was tun in euren Gärten, schreibt uns einfach. Und deswegen auch heute die Frage an dich, John. Wenn jetzt Rosen komplett unter Wasser stehen, komplett, keine Ahnung, ja, was macht man? Well, first of all, my heart goes out to you, because it's such a dreadful thing to have happen. Oddly enough, and why we buy this fountain is because it sprung a leak. And over there, we've got a patch of ground that's unbelievably wet. Mm-hmm. And so what we'd like to do is to turn that over so that the air can get mm-hmm. in it. Okay, so lass mal. Hier, machen wir doch gerade mal, oder? Also John sagt, eben, deswegen stehen wir hier jetzt auch in unserem Brunnen. Die sind nämlich auch übergelaufen. Wir hatten hier zwar keine Fluten und das ist aber gerade ein ganz schönes, passendes Beispiel, weil die hier das ganze Beet mit den Little White Pets unter Wasser gesetzt hatten, gerade kürzlich. Und deswegen können wir eigentlich hier das sehr schön demonstrieren, wie das ist, wenn das Wasser wieder abgelaufen ist. Das Wichtigste erstmal eben ist, Luft in den Boden zu bringen, oder? Yeah, exactly. I mean, when you've got a whole bed to do, obviously you need to put boards down so you're treading on the boards and not on the earth, so you're not making it even more compact. Also wenn ihr eben eure, wenn jetzt der ganze Garten oder ganze Bereiche des Gartens überflutet waren und das Wasser jetzt eben wieder einigermaßen abgeflossen ist, auf jeden Fall Planken, Bretter legen, dass ihr da nicht eben komplett einsinkt und eben noch mehr Schäden macht oder dass die Erde komplett verdichtet, sondern dann eben besser über Planken und Bretter laufen. Exactly. Genau. And we're going to use this fork because I'm a lazy gardener and I designed it so that the middle was longer than the outside too. And what that means is that you can stick it in the ground and turn it and it does the work for you. You don't need a lot of strength. But you can see here this ground is absolutely saturated and soaked. And just by turning it over like that, we're letting the air get into it. And that then has got a greater chance of giving the plants back the chance of living, because it's putting the oxygen back into the soil. Yeah. Also eben John hat gerade eben seine Rosengabel hier gezeigt. Er ist ein fauler Gärtner, sagt er ja immer. Manche von euch kennen das schon. Er hat ja diese Gabel mit den drei Zinken, mit dem längeren Mittelzinken designt, weil die sich einfach total gut drehen lässt. Und ihr habt es gerade gesehen hier in der Erde. Er sagt, das Wichtigste ist jetzt einfach Sauerstoff in die Erde zu bringen, dass die Pflanzen wieder eben Sauerstoff haben an den Wurzeln, weil das ist einfach das A und O. Und mit dieser Gabel kann man natürlich sehr, sehr schön solche festgeschwemmten, aufgesogenen Böden natürlich jetzt eben auflockern und dass die einfach wieder ein bisschen austrocknen. Würdest du auch jetzt irgendwelche Drainage reinmachen? Sollen die irgendwie mit Kies, mit Split, mit Sand, mit irgendwas arbeiten, dass sie da wieder so eine Lockerung reinkriegen oder reicht das Aufbrechen? This is fine for a medium or a light soil. If you get a really heavy soil with a lot of clay in it, mm-hmm. then you certainly need the gravel, mm-hmm. the split, but the sharp one to break it up. Also eben, wenn jetzt wirklich, wenn man leichtere Böden hat, durchlässigere Böden, dann reicht das in der Regel eigentlich. Aber wenn man sehr lehmige, sehr schwere Böden hat, dann macht es total Sinn, eben ein bisschen Split vielleicht noch mit einzuarbeiten, dass das alles auch wieder so ein bisschen drainiert wird und eben dann aufgebrochen wird, nicht so verklumpt und eben dann die Erde da wieder ganz gut abtrocknen kann. Wenn jetzt die Rosen komplett oder auch andere Pflanzen komplett gebrochen sind, kaputt gegangen sind, abgebrochen, verklebt, mit Schlamm überdingst. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir schneiden jetzt nicht mehr, ja, bloß nicht mehr zurückschneiden, bloß keinen Stimulus mehr setzen. In dem Fall dann auch einfach alles so lassen und diese traurige Misere ertragen. Well, there's always a great temptation to clear up, but
I mean, and if something is obviously broken, then cut it off. But if things are sort of, you know, fallen down with the mud on them and everything else, better leave them. Mm-hmm. Better leave them. Better let nature sort of take its own way of healing. Ja, und auch jetzt nicht da noch mal mit dem Schlauch. Ich meine, es ist ja jetzt eh schon alles nass. They've had enough water. Ja, exactly. Aber ich meine, mit dem Schlauch noch mal hin und den Dreck abspülen oder irgendwas oder einfach. Well, it's amazing how the mud will sort of just, it'll just naturally fall off, especially if you are fortunate enough to have this amazing weather. Mm. Ja, wenn es hoffentlich dann auch dort jetzt bald mal wieder eben dann warm ist und trocken. Also der John sagt wirklich auch jetzt, wenn die so kaputt sind, nur moderat zurückschneiden. Ne? Also eben nicht, wenn was wirklich richtig gebrochen ist oder so, dann da mal die Schere auch noch ansetzen, aber jetzt nicht hingehen und eben Kahlschlag machen oder alles wegschneiden, weil wir haben eben, wie gesagt, ja sonst diese Situation, dass sie wieder nachtreiben, wie blöd. Also ich habe, meine Intention wäre jetzt wirklich da nochmal mit dem Schlauch dran zu gehen und vielleicht ein bisschen, aber eben der John sagt, lass die Natur da einfach jetzt sich selbst regenerieren und häufig ist man erstaunt, wie schnell das dann doch geht. Ja, yeah, I'm very a great believer in this. After hail or after horrible frosts, don't go and prune things. Mm-hmm. Just give them a chance to show you what they want to do. Eben, John sagt eben, egal ob nach Hagel oder Frost oder sonst was, die Natur kann da meistens eigentlich sich besser selber dann helfen und genau. Besser wir nicht unbedingt Hand anlegen. Ja. Aber es mag natürlich jetzt ganz unterschiedlich bei euch auch in den Gärten sein. Wenn ihr möchtet, einfach kleine Videos schicken, Fotos schicken, Fragen unten in die Box oder wie auch immer. Wir helfen gerne, so gut wir können, da mit Tipps und ansonsten alle anderen Fragen wisst ihr ja auch. Ne? John, vielen Dank, das war sehr, sehr hilfreich. Pleasure. Danke dir. Ja, und dann gab es natürlich noch viel, viel mehr Fragen. Die Marion hat nach Wühlmäusen gefragt, was man da jetzt machen kann. Da werde ich nächste Woche auf jeden Fall Tipps dazu geben, Marion. Ganz sicher reden wir nochmal über Wühlmäuse nächste Woche. Die Julia hat gefragt, ob sie ihre Camelot-Rose im Allgäu auf 900 Meter pflanzen kann. Julia, wenn das ein richtiger, schöner Sonnenplatz ist, ein heißer Platz ist, wo die Camelot den ganzen Sommer durch richtig reifen kann und richtig Sonne abkriegt, dann kann das sehr, sehr gut klappen mit der auf 900 Metern auch. Es ist aber ein Versuch, ja, aber ein Versuch, den es wert ist, wenn es eben, wie gesagt, ein schöner, knalliger Sonnenplatz ist, auf jeden Fall. Camelot ist hart im Nehmen. Dann hat Alphabet 1 geschrieben, aufgrund unserer Fläche, die wir ja unten neu anlegen. Da werden wir euch auch in den nächsten 2-3 Wochen sicherlich mehr dazu berichten können, was wir da unten mit dieser Fläche machen. Aber hat angeregt, dass wir doch da einen Springbrunnen vielleicht etwas reinmachen sollten. Und da hat sie absolut oder eher, je nachdem, ich weiß es nicht, ins Schwarze getroffen. Wir werden ganz viel mit Wasser auch dort auf dieser neuen Fläche machen. Auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es eben von der Susanne Fragen, wie soll ich meine Brood Bell schneiden? Und die Claudia hat ein bisschen Kummer mit der Lady's Garmen. All das werden wir dann nächste Woche oder in den nächsten Wochen beantworten, weil es geht natürlich jetzt dann wirklich in großen Schritten auf den Herbst zu. Was ist nochmal mit Winterschutz und so weiter? Wir zeigen euch einfach immer, was bei uns gerade aktuell ist. Der Seppel, der liegt in den Erdbeeren und hat einen Plausch. Und ja, denkt dran, unser Rosenspecial, wie gesagt, die heute vorgestellten Rosen am Anfang. Alles in Töpfen. Wir sprechen diese Woche nicht über Wurzelnackt. Das war letzte Woche und kommt vielleicht dann demnächst nochmal. Alles in Töpfen, weil wir brauchen Platz in der Gärtnerei. Das ist ganz ehrlich und offen gesagt auch der Grund, warum wir dieses Special jetzt nochmal raushauen, weil eben Platz vorm Winter ist immer gut. Also von daher, die ich euch vorgestellt hatte, 30% im Jetzt-Herbst-Special und bis Mittwoch auf alle Rosen in der Gärtnerei in Töpfen. 20%, aber das geht wirklich nur bis Mittwoch. Also schlagt zu, wenn ihr Lust habt und in den Rausch kommt, eben alles, was in Töpfen ist, nicht wurzelnackt. Und noch ein Tipp, macht getrennte Bestellungen am besten, wenn ihr die Rosen in Töpfen jetzt sofort haben wollt, dann bestellt die ohne jegliche Wurzelnacktrosen oder so gemischt dabei, sondern rein nur diese Special-Rosen im Topf. Wenn es euch egal ist, ob ihr wurzelnackt oder Töpfe
gemischt bestellt, dann kriegt ihr die jetzt tatsächlich alle zusammen dann im Oktober. Also Mischbestellungen, Topfwurzelnackt gehen erst im Oktober raus, wenn die wurzelnackten Rosen da sind. Und wenn ihr die Container alleine bestellt, in der Bestellung ohne Wurzelnackt, dann gehen sie sofort raus. Oh, ganz schön kompliziert, gell? Okay, auf jeden Fall, wenn ihr wieder Fragen habt, unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, das soll ich ja immer mal wieder dazu sagen, oder abonnieren. Wir arbeiten immer noch an den 20.000 für dieses Jahr. Und der Seppel und ich, wir machen uns jetzt einen schönen Sonntag. Und an alle, die immer noch im Hochwasser stecken, wir denken an euch und hoffen, dass es alles einigermaßen glimpflich ausgeht. Liebe Grüße aus dem Landhaus. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.